Ja, hallo, hier ist wieder der Olaf aus dem wunderschönen Thailand. In meinem letzten Video habe ich euch ein neues Restaurant vorgestellt, beziehungsweise nur ganz kurz vorgestellt. Dieses Restaurant liegt direkt am Chao Phraya River in unserer schönen Ortschaft Watsing. Mal schauen, ob es hier wirklich das beste Mukha Tha, also Thai Barbecue von Watsing gibt. Meine Familie wartet schon auf mich, Hunger habe ich auch, Durst sowieso. Bis gleich. Wunderschön hier, fast wie am Meer. Leider sind wir die einzigen Gäste. Ist auch schade für ein so schönes Restaurant. Ja, die Vorbereitungen laufen schon. Meine Familie wartet bereits auf mich. Hallo! Hallo! Ab! Ja, wenn ihr selbst mal in der Provinz Chai Nat sein solltet, müsst ihr unbedingt dieses Restaurant besuchen. Das Restaurant liegt in der Ortschaft Watsing. Die genauen Google Maps Daten werde ich wie immer unten in der Videobeschreibung einfügen. Hier seht ihr noch die Telefonnummer des Lokals. Das Lokal ist sehr einfach zu finden, denn gegenüber ist der bekannte Tempel Wat Pa Kong Makan Thao. Eine wunderbare Stimmung. Wie ihr sehen könnt, bietet das Restaurant genügend Plätze im Außenbereich und im Innenbereich hat es nochmal mindestens 10, 15 Tische. Ja, Thai Barbecue werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Für alle, die welche es noch nicht kennen, zeige ich mal, wie das so geht. Seht ihr hier so eine Fleischplatte, dann hat es noch eine Gemüseplatte. Dann oben hat es eine Bouillon. Da kann man das Gemüse reinlegen, man kann natürlich auch das Fleisch dort reinlegen. Ich habe es am liebsten oben drauf gelegt, dass das Fleisch ein bisschen grillen kann. Ist gut, Schatz. Sehr gut. Ja, zu einem echten Thai-Barbecue gehört natürlich auch noch leckeren Seafood. So, langsam habe ich Hunger. Ein bisschen Fleisch drauflegen. Scharfe Soße hat sie auch. Zwei verschiedene Chili-Soßen. Und hier isst man nicht aus seinem Teller, sondern in dieser kleinen Schüssel. Sehr gut. So, dann versuchen wir noch was von der Brühe. Ist noch heiß. Richtig lecker.
Sehr gut. Hallo. Es wird bereits dunkel, ich muss mir das beeilen mit dem Filmen. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, dann müsst ihr das Auto hier drüben beim Tempel Wat Pa Kong Makamtau parkieren. Denn der Zugang zum Restaurant ist hier dieser kleinen Brücke. Mit dem Motorrad kommt man hier rüber oder zu Fuß natürlich auch, aber mit dem PKW geht das nicht. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Damit ihr keines meiner Videos verpasst, abonniert bitte meinen Kanal, drückt unten auf die Glocke, bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.